Ja, hallo. Ja, hallo, Herr Otter, Essentia Star DSL. Wie bitte? Hallo, Essentia Star DSL, die beiden hatten vorhin gesprochen gehabt. Hallo. Ich bin gerade von Arbeit nach Hause gekommen. Ich glaube nicht, dass wir gesprochen haben. Hallo? Herr Otter, hallo. Wer ist da? Hallo? Ja, haben sich echt einen schönen Scherz erlaubt. Ja, habe ich dich erwischt? Ein bisschen. Möchtest du jemanden grüßen hier bei Livestream? Ja, würde ich gerne machen. Und Ja. zwar würde ich gerne einmal den Khaled Bonoir grüßen. Das ist der von Rebel Comedy. Ja. Moderator. Und zwar schöne Grüße. Und wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Haben sich echt einen geilen Scherz erlaubt. Bitte, Jetzt schießen musst Sie du los. aber noch ein bisschen was von, du durftest jetzt jemanden grüßen, jetzt musst du noch ein bisschen von Callcenter-Alltag erzählen. Callcenter-Alltag, was soll ich denn erzählen? Was Ja, müssen Sie denn hören? was kriegst du Provision da, wenn du was Das sage schaffst? ich nicht. Ich arbeite nicht auf Provision, das sage ich nicht. Das sind Dinge, die man nicht anspricht. Ja. Ich sage ja auch nicht, ich frage ja auch nicht, was Sie verdienen. Ne? Also über Ja, Geld spricht man du ja nicht, darfst wissen mich Sie das ja. gerne Bitte. fragen. Bitte schießen Dann Sie los. erzählen mir Sie bitte was verarschen Sie immer noch, anderes. ne? Das Ding ist, Sie verarschen mich immer noch. Das ist das Geilste Ja, dran. bist du. Aber schießen Sie los, Warte, ich habe Spaß dran. warte, Erzählen warte, Sie mal. warte, warte, warte. Bist du schon bei YouTube-Kanal gewesen? YouTube-Kanal, ne? Ja, sollst du aufschreiben? Schieß los. Telefonziege. Telefon Ziege mit IE. Ja, wie die Ziege. Ja, was denn? Was denn los bei dir? Was bei dir? Hast du das gerade aufgemacht? Was denn? Ja, ich hab's eingegeben. Schießen Sie mal los. Worauf soll ich gehen? Auf welchen Kanal denn? Hier ist kein Kanal. Ja, doch, Telefonziege. Oder musst du Ne, zusammenschreiben? Telefonziege, okay. Ja. Was ganz anderes. Ja. Wo bin ich denn jetzt mal ohne Scheiß jetzt? Ja, du bist bei Radio. Bei Radio? Ja, wirst du gleich hören oder sehen oder beides. Kannst du Okay. das bitte aufmachen? Ich bin dran. Jetzt kannst du dann mal bei Video gucken und da kannst du mal gucken, wo habe ich vielleicht mit einem Kollegen von dir gesprochen. Mit einem Kollegen, okay. Oder mit dir selber, ich weiß nicht. Wie lange ist das her? Wird keine Ahnung. Jeden Tag tausendmal anrufen und wir tausendmal verarschen. Okay, aber mal eine ganz andere Frage. Ja? Warum sagen Sie nicht einfach, dass Sie nicht angerufen werden möchten? Weil diese Rufnummer, oder wo wir angerufen haben, ist es ja eine Rufnummer, wo wir öfters anrufen. Und wenn Sie jedes Mal verarschen, na gut, Sie haben Spaß dran. Ja? Und Wir aber ist müssen doch für ja. Sie, wenn Sie kein Interesse haben, wenn Sie aber kein Interesse haben, sagen Sie doch einfach, ich habe kein Interesse, was ist Ja, das ich habe Problem? Interesse dran, weil das ist ja jedes Mal sehr gut, wenn ihr anruft. Warum? Und jetzt kann ich Spaß haben und viele Menschen Ja, lachen. Klicks, ne? Eine Klicks sammeln, ne? Ja, ne, Und nix, nix, Abonnenten. ja, die Leute Aufklärung machen Unterhalten. Ja, wegen der okay. Callcenter. Krass. Möchtest du nochmal mit Otter reden? Mit Otto? Nee, mit wem? Möchtest du Mit wem vielleicht spreche mit, ich? möchtest du Mit wem mit? spreche ich denn? Jetzt mal ganz ehrlich, mit wem spreche ich denn Du, jetzt? Komm. ich bin Dimitri, wie ist dein Name? Dimitri? Dimitri, da. Okay. Was machst du so hauptsächlich? Also nur einen YouTube-Kanal führen oder? Ja, hauptsächlich YouTube-Kanal, manchmal Aber Inkasso. red mal mit deiner richtigen Stimme jetzt. Also, ne? Ja, ich kann auch wie ein Schweizer reden, wenn du möchtest. Ich kann auch anders reden, wenn Sie wollen. Hallo, einen schönen guten Tag bei Blau. Ja, ist das deine Telefonstimme für alte Meine Leute? Telefonstimme, habe ich, ist so, wie sie jetzt gerade ist. Ja, Habe ich eine schöne Stimme? Oder finden Sie die Stimme? Ja, möchtest du bei meinen Sex-Hotline arbeiten? Bei deinem Sex-Hotline? Ja. Ne, willst du bei dem Callcenter arbeiten? Ich glaube, ich würde das sehr gut machen, aber ich kann nicht mit Ich meinem glaube Gewissen auch, ver weil ich kann nicht du mit hast meinem Talent dazu, Gewissen, glaube ich. ich kann nicht mit meinem Bitte? Gewissen vereinbaren, arme Leute abzuzocken. Wieso? Das kann ich nicht machen. Abzuzocken. Okay, das will ich erstmal klarstellen. Wir zocken keine Leute ab. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Ja. Wir bieten Leuten an, was sehr Schönes an. Und zwar gibt es überall in Deutschland noch bestimmte Zonen, Internetschwierigkeiten gibt. Wir zocken erstens keine Leute ab. Zweitens, wir sind ein sehr seriöses Unternehmen. Und drittens, ich könnte das mit meinem eigenen Gewissen gar nicht vereinbaren, jemanden über den Tisch zu ziehen. Darf ich dann eine Das mache Frage ich nicht. stellen? Schießen Sie los. Wenn du sagst, seriöse Unternehmen, ihr kriegt eure Telefonnummer von, ihr kauft die Telefonnummer von Gewinnspielanbietern bei Internet, die bekannt dafür sind, dass es Betrüger sind. Das weiß ich nicht, Das wo ist die so, Daten weil herkommen. daher habt ihr auch meine Nummer.
Und das ist dann kein Gut, seriöser aber Film. dann, aber wenn es so der Fall ist, warum machen wir das nicht einfach so? Oder warum sagen Sie einfach nicht, dass Sie nicht angerufen werden wollen, dass Ja, Sie weil kein Interesse haben? wir wollen ja Also der Sache auch wieder Leute, erledigt. der Leute müsse ja gewarnt werden. Wovor sollen Sie gewarnt werden? Ja, Ich meine, davor, bei wenn ich solche jetzt irgendwo Firma beispielsweise Vertrag zu Kunde machen. bin, wenn ich zum Beispiel irgendwo Kunde, beispielsweise bei der Firma Vodafone, nehmen wir mal Vodafone als Beispiel. Ich Ja. könnte auch jedes andere Unternehmen jetzt nennen, ist ja Ja. völlig egal. Ja, bitte. Anbieter X. Wenn ich da Kunde bin, ja, Ja. Bestandskunde bin, bekomme ich ja auch Anrufe. Ja, aber ich Ne? bin ja kein Genau, Bestandskunde auch bei dir. Service. Das gehört ja auch zum Service. Die machen ja auch ihre Verkaufsgespräche, die machen allgemein Informationsgespräche, viel Vertragsänderungen zum Beispiel oder bestimmte Angebote, die man hat. Das hat ja auch nichts mit Betrug zu tun. Ja, Vieles aber. macht man heutzutage übers Telefon, weil erstens es viel bequemer ist, zweitens man kann viele Dinge hier nachvollziehen und drittens es ist einfach die heutige Zeit. Es ist einfach so. Ich persönlich mache alles übers Telefon, egal was es ist. Ja, das gehst du Fast auch. alles, so 80 zu 90% mache ich übers Telefon. Ja, das ist Und ich doch muss super. ehrlich sagen, noch nie verarscht. Ja, aber du musst schon mal gucken, wenn jetzt Vodafone bei mir anruft, weil ich Vertrag bei denen habe, das ist ja in Ordnung, aber wenn dann ein Firma illegal erworbene Daten kauft und die Leute dann da anruft, du darfst ja nach deutschen Gesetzen nicht einfach kalt anrufen und Werbeanruf machen, das ist verboten. Wenn eine Anrufserlaubnis vorliegt, dürfen wir das. Ja, die liegt ja nicht vor, ihr kauft ja nur den Daten bei, weiß jetzt gar nicht, wie die ganzen Firmen heißen. Also, wir rufen nur an, wenn eine Anrufserlaubnis vorliegt. Und wir haben ja eine Anrufserlaubnis Ja, vorliegen, deswegen rufe ich ja auch an. kannst du mal meine Wenn Sie Anruferlaubnis möchten, vorlesen? wenn Sie möchten, dass Sie mir nicht mehr anrufen, nehme ich Sie aus dem System raus. Nee, Ganz also ich einfach, würde das ist dich gar kein Thema. bitten, gib den Nummer an Mit jede Callcenter, das ihr kennt, weiter. Die sollen alle hier anrufen. Das ist in Ordnung. Ja, klar, wenn man so Spaß am Telefon hat, ist ja okay. Und Ich meine, ich habe wo? auch ein bisschen mal Spaß jetzt gehabt, nur das Ding ist einfach, es geht gerade alles in eine Richtung. Ja, das geht Da in wo ich den sage, Richtung, okay, dass ich recht habe. nein, ich gebe, nein, warum soll ich zugeben, dass Sie recht haben? Weil wir haben eine Anrufserlaubnis vorliegen. Sonst Ja, würden wir woher ja gar nicht denn? Wo anrufen. hast du die Und denn Sie her? geben ja, auch selber die Anrufnummer an. Sie haben sie mir vorher selber gegeben. Ja, weil Sie ich haben wissen eine, wollte, warum du Sie haben angerufen hast. unbekannt vorhin zurückgerufen. Sie haben vorhin unbekannt zurückgerufen. Und ich habe nach der Rufnummer gefragt. Und Sie haben selber die Rufnummer gegeben. In dem Sinne haben Sie mir eine Anrufserlaubnis gegeben, wenn Sie mir eine Rufnummer geben Ja, und aber dass ich zurück anrufen darf. du hattest aber vorher angerufen und zurückrufen und Ich Verkaufsgespräch ist persönlich nicht. Ich Unterschied. weiß nicht, wer Sie angerufen hat. Ich weiß nicht, wer Sie vorher Die angerufen hat. Sie seriöse haben uns zurück. Firma. Ich kann. Genau. Ich kann aber nur sagen. Ich kann aber nur sagen, Sie haben mich angerufen. Und sobald Sie No. mich angerufen haben mit einer unbekannten Rufnummer und ich Sie nach Ihrer Rufnummer frage, vielleicht im System zu finden, da kann auch sein, dass Sie Bestandskunde bei uns sind, Ja. haben Sie mir in dem Punkt haben Sie mir die Anrufserlaubnis gegeben, dass ich Sie Nein. anrufen darf. Weil Nein. Sie haben mir einständig gegeben und Sie haben Interesse gezeigt, dass Das. aber Interesse erst gar nicht da ist. Und Sie von vornherein irgendwie auf eine Tour gehen, sage ich mal, irgendwie verarschen, ein bisschen spielen, das ist ja alles okay, das ist alles im Ja, grünen Bereich, meinen sind klar. alle Menschen. Ich bin ja Alles auch nicht super. irgendein anderer Typ Mensch als Sie. Ne? Ich mache meinen Job hier, Sie machen Ihren Job da, das ist ja alles okay. Ja. Nur das Ding ist einfach, wenn Sie nur darauf spezialisiert sind, irgendwie bestimmte Leute bei der Arbeit, sage ich mal, oder die Arbeit einfach in Frage zu stellen, finde ich das nicht in Ordnung, weil ich verdiene mein Geld so, wie es jetzt gerade ist. Ja. Ich arbeite für ein sehr, sehr seriöses Unternehmen. Das ist wirklich ein geiles Projekt, was ich habe. Ja, Menschen helfen kann, das Internet einfach zu beschleunigen für bestimmte Zonen, wo es Internetschwierigkeiten gibt. Ja, und mir das zu unterstellen, dass ich da irgendwie Leute abzocke oder so, das finde ich nicht in Ordnung, Hast du weil den das macht man nicht. Leitfaden sehr schön Nein, auswendig ich gelernt? mache Freestyle. Ich mache Freestyle, Freestyle. machst Ich du mal mache. Freestyle-Rap für mich? Ich kann nicht rappen. Was kannst du? Kannst du ein Volkslied singen? Nee, auch nicht. No, willst du Kanal-Abo Was kannst du machen? denn alles? Erzähl mal. Was hast du denn alles so? Ich kann die Franzosen, ich kann den Russen, ich kann die Inder, ich kann den alten Mann, ich kann den Schweizer und noch viele andere. Aber ich glaube, du hast mal im Callcenter gearbeitet. Ich Meinst tendiere du mal denn? dazu. Ich weiß es. Woher denn? Weil du weißt zu viel. Und deswegen Ja, hast du im Callcenter mal gearbeitet. ich bin Ich weiß nicht Insider. warum, wieso, weshalb, warum. Hä? Ich bin Insider, wir klären den Leuten auf. Dann muss ich doch wissen, wie das funktioniert, sonst ist das doch Schwachsinn. Okay, gut. Das ist Ihre Sache, können Sie gerne machen. Wie gesagt, ich habe Spaß mit Ihnen gehabt, war ein echt cooles Gespräch mit Ihnen. Auch Ja, mal was anderes. willst du Kanal abonnieren? Abonnieren? Ja? Mal gucken. No, muss schon mal reinhören, weil da sind auch welche dabei, die wirklich den Leuten mit dem Tod drohen. Und ich werde dir das schicken, obwohl Echt? du das gar nicht willst. Du kannst ja mal Mit dem reinhören. Tod drohen? Ja.
Na gut, sowas mache ich ja nicht. Ich unterhalte mich gerne, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Ja, das hört man. Und du kannst auch wenigstens mal bis drei zählen. Das können die wenigsten nämlich auch nicht. Das ist so, du musst mal reinhören. Die rufen an, die reden wie Ahmed und sagen, mein Name ist Hans Meier. Ja. Ja. Gut, das ist. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Ich weiß, was sie meinen. Callcenter-Name, echter Name. Aufnimmt. Es gibt verschiedene Art von Callcenter, es gibt verschiedene Art von Telefonie, es gibt Menschen, die am Telefon sitzen, es gibt Menschen, die am Telefon sitzen, die ein bisschen mehr Ahnung haben, sag ich mal, es gibt Menschen, die am Telefon sitzen, die ein bisschen weniger Ahnung haben. Bist du Teamleiter? Bitte? Bist du Teamleiter? Wie kommst du drauf? Ja, ich weiß nicht, weil du kannst Deutsch reden. Ich kann Deutsch, ich bin hier geboren. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin hier zur Schule gegangen. Oh. Es wäre echt traurig, wenn ich die deutsche Sprache nicht mächtig wäre, oder? Ja, das wäre sehr schrecklich. Das wäre sehr schrecklich. Das ist ja nicht schön. Aber du kannst du bist ja... zu meinem Beruf passen. Ja, du bist ja sehr, sehr, sehr überzeugt von deiner Meinung und ich werde dich ja auch nicht umstimmen. Aber vielleicht kannst du einfach mal nachher bei Feierabend, wenn du magst, kannst du mal Google anmachen, einfach mal reintippen und dann wirst du lesen, dass das, was dein Firma, nicht du unter selber... Unter einer Bedingung nur. Ja. Unter einer Bedingung gebe ich dir einen Daumen hoch für deinen Kanal, wenn du mir mit mir eine Minute richtigen Stimme, damit ich auch wirklich weiß, mit wem ich gesprochen habe, weil das interessiert mich gerade. Ich schwöre dir bei Gott, also wenn das wirklich der Fall ist, dass du mit der richtigen Stimme vernünftig redest, ganz normal, so wie ich das gerade tue, gebe ich dir auf jeden Fall einen Daumen hoch und ich gebe dir auf jeden Fall mein Abo ab. Und jetzt ist die Frage, woher willst du wissen, was ist meine richtige Stimme? Richtig, genau, das interessiert mich gerade, total. Woher, ja, aber woher, könnte ich jetzt hier wieder irgendwas machen? Woher weißt du, das ist nein, das meine richtige Stimme? Ja, das müsstest du jetzt mit deinem eigenen Gewissen vereinbaren, ob du es machst oder nicht. Das ist dann deine Sache. Weil ich gebe dir mein Wort, ich gebe dir einen Daumen hoch für deinen Kanal. Ja. Wenn du mir mit deiner richtigen Stimme telefonierst. Darf ich den Anruf dann hoch, darf ich das dann hochladen? Nein, das möchte ich nicht. No, aber wenn ich Namen rausschneide? Du musst aber Respekt vorhaben. Ich akzeptiere und respektiere deine Entscheidung auch überall in deiner Entscheidung. Ich akzeptiere und respektiere deine Einstellung und das gleiche hoffe ich von dir auch. Das ja, und was ist, wenn ich deinen Namen rausschneide? Mein Namen? Ja, wenn ich das rausnehme? Auch nicht. Auch nicht? Nein, möchte ich nicht. Siehst du, da hast du jetzt schon mal einen Pluspunkt, weil alle anderen die Frage gar nicht erst. Ja, das stimmt. Aber du hast ein bisschen Ahnung, also musst du wirklich mal, du hast ja schlaue Kopf, musst du mal bei Google gucken, dass das ist, was deine Firma macht, wirklich illegal. Ist nicht illegal. Du musst schon mal gucken. Ja, aber alles, was im Internet steht, stimmt ja nicht. Ja, das, nee, du musst nur... Du musst alles glauben, was im Internet steht. Du musst... Da ist so viel Schwachsinn drin. Ja, ja, aber du musst nur Gesetzestext lesen, original von Bundestag. Da wirst du wissen, das ist das illegal. Nix Kommentar oder illegal? Blog, was einfach... Was genau ist illegal? Erklär mir das mal. Das ist verboten, von einer Nummer einfach anzurufen, zu sagen, hallo, ich möchte dir was verkaufen. Ich habe euch niemals ein Erlaubnis gegeben. Und die anderen Leute, die ihr anruft, die haben das auch nicht gemacht. Die haben sich nur irgendwo eintragen. Und dann hat eure Firma den Daten kaufen. Mhm. Also, das, was ich weiß, ist, dass wir hier eine Anrufserlaubnis vorliegen haben. Nein. Das weiß ich. Doch. Nein, das kannst du gar nicht anrufen. Kannst du die Erlaubnis von der Otter dann ausdrucken und bei E-Mail schicken? Von Otter. Naja. Manchmal heißt der auch Maulwurf. Maulwurf, geil. Ja, ich Maulwurf. Cool. Also ich kann ja ich hör mir ein paar Gespräche mal anspielen, die du mal da aufgenommen hast. Bei mir bitte, ich hoffe, dass du respektierst und akzeptierst meine Entscheidung, dass du das bitte nicht online stellst. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen, dieses Gespräch. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ja. War echt nett. Ich fand's korrekt mit dir. Und, ja. Schöne Insider-Info und vielleicht wirst du ja mal eine bessere Arbeit finden. Bessere Arbeit finden. Also ich bin voll und ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Ich mache meine Arbeit sehr gerne, muss ich sagen. Und die wirklich keine Provision? Das ist eine Geschichte, darüber rede ich nicht. Warum soll ich darüber sprechen? Ja, aber das ist doch klar, dass die Provision geben. Warum soll ich darüber sprechen? Ich habe schon von anderen, die man immer sage, 50 Euro, 90 Euro, je nach Länge und Produkt. Und das ist immer interessant zu wissen. Okay. Gut, darüber spreche ich ja nicht. Mal angenommen, das ist zu firmenintern, das mache ich nicht. Das würde ich auch niemals machen, weil darüber spreche ich nicht mal mit engen Freunden. Weil Geld, jeder, man weiß in Deutschland, über Geld spricht man nicht. Ja, allgemein. Aber ich auch wenn ich Anwalt bin, brauche ich nicht zu sagen, wie viel ich verdiene. Also aber ich bin ja in der... Das ist dann quasi... Bitte?
Ich bin ja Inder, das ist mir doch egal. Du bist kein Inder. Natürlich. Der Turban. Der Turban, ne? Mit der Kalaschnikow. Hast du was gegen du meinen Turban? Turban? Was? Bitte? Was meinst du? Einen anderen? Da gab es doch mal früher so eine Gesprächsaufzeichnung. Ja, MC Hums. MC, ja. Die kommen mit Kalaschnikow und Turban. Geil. Ja, der okay. ist super geil. Weiß ich Bescheid? Kannst ja. du mal reinhören. Okay?